Was geht ab, YouTube? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin hier gerade in Grafenwöhr angekommen mit meinen Kollegen hier, dem lieben Ben Purehate, zukünftiger FBB Pro. Dann haben wir Armin, da ist er, auch zukünftiger FBB Pro. Und Okan, vielleicht auch mal zukünftiger FBB Pro. Wir sind heute hier in Grafenwöhr. Wir werden hier mit Manu ein bisschen trainieren. Armin heute hat ein Beintraining, ne? Ich habe nachher noch ein Pull-Training. Okan trainiert. Was trainierst du heute, Okan? Okan macht heute Push. Und morgen sind wir auch noch hier. Da haben Armin und ich ein gemeinsames Training mit Manu. Das wird ziemlich cool. Wir werden auch ein paar Formchecks machen. Aber wir gehen erstmal rein, Manu begrüßen, würde ich sagen. Hier sind wir auch schon in der magischen Halle von Manuel Bauer. Hier ist noch Bodybuilding und hier ist Oldschool, wirklich Oldschool. Aber hier lebt auch wirklich noch der Bodybuilding-Spirit im Sinne von der Gerätschaften. Und zwar, heute steht ja wie Pull auf dem Plan. Heißt, ich werde Rücken intensiver machen. Rücken ist meine Schwachstelle für die Leute, die es nicht wissen. Manu hat vorhin noch festgestellt, dass Leute, die dicke und große Arme haben, großen Tresen, großen Bizeps, meistens nicht alles aus dem Rücken ziehen. Das ist bei mir leider der Fall. Ich gebe mir wirklich echt Mühe und muss wirklich sagen, jedes dritte Training läuft extrem gut. Dann kommt so ein bisschen Flaute rein. Aber heute werden wir mal wieder so ein bisschen auffrischen und ich freue mich extrem drauf. Wir haben hier unter anderem so Maschinen wie die von Hoist hier, die sich so ein bisschen mitbewegt. Dann haben wir noch die Griffvarianten, die ich extrem feiere. Ich habe zwar auch Mac-Griffe zu Hause, aber Manu hat sie auch. Hier sind sie. Und ich trage meine Mac-Griffe nicht gerne mit ins Gym. Vor allem nicht jedes. Also hier haben wir drei verschiedene Griffe. Ich habe zu Hause ebenfalls drei verschiedene Griffe. Aber ich nehme dann immer nur eins mit ins Gym. Und ich freue mich extrem drauf. Mit Manus Training macht immer extrem Spaß. Es ist auch immer sehr lehrreich. Immer viel Input von außen. Und mal gucken, was Manu nachher noch zu meiner Form sagt, zu meinem Rücken. Bin ich mal gespannt. Manu und ich haben uns jetzt seit ein paar Wochen nicht gesehen. Mal gucken, was er sagt. Armin macht sich auch schon fleißig warm. Was sind das für Oberschenkel, Alter? Wie viel Zentimeter Umfang hat deine Oberschenkel? Gute Frage, ich habe noch nie irgendwas gemessen. Leute, jetzt mal ganz im Ernst, was sagt ihr? Wie viel Zentimeter? Alter, das sieht richtig fett aus. Das sieht fett aus, weil ich klein bin. Bei dir steht jetzt Beine auf dem Plan, ne? Genau. Warum Beine? Weil es auf dem Plan steht, also dienstags mache ich normalerweise Beine. Wir haben uns aber jetzt dazu entschieden, mit Manu mal Beine zu trainieren. Beinbeuger ist ja meine Schwäche, im Gegensatz zum Quadrizeps, deswegen Beine. Und morgen machen wir ja ein Training zusammen, ne? Ja. Hab vorhin sogar noch gefragt, wie stark er im Bankdrücken ist, aber wir machen kein Bankdrücken. Also mal gucken, was wir machen. Wir machen bestimmt einiges, aber Schrägbankdrücken sind wir ungefähr gleich stark. Also ich denke, es wird ein ziemlich ebenbürtiges Training. Nicht, dass man gegeneinander trainiert, sondern dass man auf einer Wellenlänge trainiert, dass man Verständnis. Nee, man pusht sich gegenseitig. Ja. Wenn eine stärker ist, dann immer schön. Richtig, ja. Ja, ja. Genau, das wird richtig cool. Da freue ich mich auch extrem drauf. Hallo, Okan. Was machst du hier? Ich vlogge. Lass mich ein bisschen Ruhe. Nein, bleib stehen. Also, mein Name ist Okan Akbalik. Ich bin 22 Jahre alt. Zeig erstmal den Oberarm von der Seite und spann mal kurz an. Ich bin schüchtern ein bisschen, müsst ihr dazu wissen. Also ich trainiere jetzt ungefähr seit 6 Jahren. So richtig durchziehen mit Ernährung und allem drum und dran, aber erst seit 3 Jahren. Genau, nächstes Jahr wird nächstes Jahr werde ich in Angriff nehmen, auf die Bühne zu gehen. Mal gucken wo, ich denke in der Men's Physik. Und ja, ich habe Bock, ich bin motiviert. In diesem Sinne, jetzt kannst du die Kamera wieder zu dir drehen. Ja, der kleine Schüchterne. Wir werden ihn bestimmt noch öfter bei mir sehen. Nein, ist nicht cringe, Mann, hör auf. Er ist noch ein bisschen schüchtern, ist auch vollkommen in Ordnung. Wir haben alle irgendwo angefangen. Ihr werdet ihn bestimmt öfter bei mir auf dem Kanal sehen. Der Junge ist 22 Jahre alt, hat wirklich Potenzial und wir kommen beide aus Spandau. Was für ein Zufall. Bestimmt werdet ihr das ein oder andere Workout noch mit ihm sehen. Wird cool. Gleich gehe ich mit Manu komplett mein ganzes Pull-Training durch. Das nehmen wir auch nochmal separat für den Bio-Kanal auf. Könnt ihr geduldig drauf warten. Das wird auch richtig gut. Gleich geht's los. Ich werde mich ein bisschen warm machen, ein bisschen meine Rotatorenmanschette warm machen. Schultern, Ellenbogen, Handgelenke schön warm machen, damit auch nichts im Wege steht. Heute geht's, glaube ich, eher so um Muscle Connection, aber gucken wir mal gleich rein ins Training. Und wie gesagt, ihr seht nicht alles. Und am Ende gucken wir mal, was Manu zu meiner Form sagt. Da bin ich erst recht gespannt. Hey Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin heute hier in Grafenwöhr bei meinem Coach Manuel Bauer. Und jetzt kann ich ja nochmal von vorne anfangen.
So, das Rückentraining ist beendet und mein Rücken fühlt sich relativ voll an. Deswegen schauen wir uns das kurz den Rücken an. Und wie gesagt, das ganze Training gibt es auf dem Bio-Kanal jetzt bald. Aber wir schauen uns jetzt den Rücken an und könnt ihr mal gerne sagen, ob ihr findet, ob der Rücken besser geworden ist oder nicht. Bin ich mal gespannt. So Freunde, wie ihr gesehen habt, so sieht die Form aktuell aus. Wie Manu sie bewertet hat, seht ihr aber im anderen Video. Also dazu sagen wir jetzt nichts mehr. Es gibt jetzt aber noch was zu essen. Wir sind jetzt gerade hier beim Buffet essen, nach langer Suche, was wir hier in Grafenwöhr so essen können. Die Suche hat sich als schwerer gekennzeichnet, als wir gehofft haben. Manu ist auch schon am Essen. Hat sich ein bisschen was gehört. Wir haben uns alle erstmal eine Fleischportion gemacht. Das gibt's bei mir. Nudeln mit, ich habe hier Rind, Hähnchen, Garnelen und Chicken Wings. Und Armin fängt klein an. Mit Duschen. Wir haben das nur gemacht, weil die Kameras erstmal an sind und dann danach kommt der Video. Ben fängt noch kleiner an. Ich habe aber dafür so einen großen Dingsbratteller. Ist Low Carb Teller, ne? Ein Lukas, alle kannst du sehen, ne? Und auch hier ganz bescheiden schon wieder. Also Aldin ist jetzt beim Buffet und ich will euch mal sagen, der ist gar nicht so clean, wie er immer tut. Der gönnt sich hier richtig. McDonald's hat er auch schon angekündigt, McFlurry, aber... Ja Leute, der Black Panther hat extra auf uns gewartet. Also wir waren gerade eben noch essen, wie ihr gesehen habt, und jetzt sind wir wieder zurückgefahren, weil er sein Cardio machen muss. Und Manu hat nochmal geklärt, dass wir nochmal kurz mit ihm quatschen können. Weil wann hat man jemanden, der bei einer Olympiashow potenziell teilnehmen kann? Jemanden gerade in Grafenwöhr. Also in Grafenwöhr. Genau. Schon krass. Aber wirklich, wir haben uns gerade über seine Symmetrie nochmal selber unterhalten, weil er auch wirklich in echt extrem gut aussieht. Okay Leute, das hier ist der Black Panther, so kennt man ihn. Also viele von euch wissen vielleicht noch nicht, wer das ist, aber jetzt wisst ihr es. Der Athlet hier bereitet sich gerade auf Alicante vor. Er ist, you are 1 week out, right? Just a little bit over 1 week. So sieht ein Athlet eineinhalb Wochen oder mehrste Woche vor Alicante aus. Die Arme, die Schultern, diese runde Muskulatur. You look very aesthetic. Your double biceps, your vacuum looks amazing. You can tell something about yourself. What's your name? Oh, my real name is Dankeve Anderson, always known as the Black Panther. Classic physique pro, of course, active army, so that's the reason I'm out here in Germany. But honestly, I love it here, you know what I'm saying? I love the competition, I love the people, for one. Very nice, very nice. And I just can't wait to compete. That's it. How was it for you to join the army and do bodybuilding at the same time? It's hard, you know, you got your hard days, you got your easy days. Some days you just gotta do it. It sucks, you know, the time in sucks, but if you really love the sport, if you really love bodybuilding, you love what you do, then it's gonna happen. Yeah, sure. You gotta make it happen. Yeah. You know? Ein gutes Beispiel dafür, dass man es kombinieren kann. You're a very good example that it works. If you want something, you can do it. And of course. Mean, this is so Weltklasse-Niveau von der Linie her, muss man dazu sagen. Manu, was sagst du dazu? Absolut. Natürlich, du hast jetzt auch andere schon gesehen, die in Alicante starten. Ja. Aber ich bin mir sicher, Alicante muss erst mal jemand schlagen. Ja. What is your goal for Alicante? Your personal goal for Alicante? To win it. Yeah. To win it, that's it. I don't, like, I'm not looking for, I know the top three qualifies for the Olympia, but I'm not looking for a top three, I'm looking for a win. You know, like, top three is cool, but I want a certified win, because if I get the top three, then there's no telling what I'm a place at Olympia, you know? So I need to win that show, and I will win that show. Also, wie Manu schon sagt, die Leute in Alicante werden harte Zeit haben. The people in Alicante, they will have a hard time with you on stage. So, oh yeah. I'm sure. Definitely. Oh yeah. I'm excited. Me too. Oh, me too. So what's your weight? As of this morning, I am 204. I'm not sure what 204 is in kilos.
It's a little bit under 94. 93 kilos. 93 kilos. Yeah, yes. 93. I am 5'7 and some change. So a little bit over 5'7. 1,70? 62. Yeah. Ich bin 1,81 und wiege 105 Kilogramm. Ja, also die Differenz, gut, er ist in Shape. Ja. So that's amazing. Thank you. I wish you good luck. I don't think you need luck, but anyways. Thanks a lot. Ja, ist auf jeden Fall ein cooler Zufall gewesen. Ne? Also wann nimmt man sowas mal mit? Einfach mal so spontan in Graffenwöhr. Ich bin auf jeden Fall extrem überzeugt. Also schaut auf jeden Fall mal in seine Instagram-Bilder rein, weil so wie der Typ noch vor 6 Wochen ausgesehen ist, einfach ein massiver 212-Athlet. Also der sah aus wie ein Bodybuilder. Der sieht aus wie ein Bodybuilder mit seinen Armen. Der hat Arme wie von Heath. Halt ein bisschen geschwingt. Ja, ich hab ja nun schon viele Profis gesehen oder auch in der 212. Also da musst du erstmal jemanden finden in der 212er, der so eine Armentwicklung hat. Ne? Aber so ein Trizeps auch noch. Trizeps, also ist richtig. Der ist in der Länge, in der Breite, der hat alles. Also ich will, wie gesagt, man soll ja nicht zu viel rumposaunen, man muss in Shape kommen, darum geht es dann im Endeffekt. Absolut. Aber Top-Athlet, ne? Top-Athlet, an dem man auch mal schauen kann, woran man sich eventuell ein paar Jährchen messen kann. Ne? Der sieht ja schon ziemlich qualitativ und ziemlich weit aus. Aber wir gehen jetzt erstmal ins Hotel. Dann lassen wir den heutigen Tag erstmal sacken und morgen geht es dann weiter mit einem Push-Training.